Herzlich willkommen zu diesem Video, meine Lieben. Wir sprechen in diesem Video hierüber. Businessaufbau, warum scheitern hier so viele? Also nicht nur beim, ich meine jetzt gar nicht speziell beim Gründen selber, sondern wirklich beim Aufbau. Du hast gegründet und dann willst du ja irgendwie, dass das Ding anfängt zu fliegen. Aber jetzt ist es ja so, 80% aller Gründungen scheitern innerhalb der ersten 5 Jahre. Und nur 4% aller Unternehmen weltweit jemals schaffen überhaupt mehr als 1 Million Euro Jahresumsatz. Und als ich das gehört habe, ich so, was meint der Monatsumsatz oder was? Nee, Jahresumsatz. Das ist also wirklich erschreckend. Und dafür gibt es aus meiner Sicht ein paar Gründe, über die habe ich nachgedacht. Die möchte ich euch verraten. Let's go! Ja, also bevor wir in die Gründe gehen, warum so viele scheitern, lass uns das Ziel nochmal vielleicht eben kurz angucken. Denn das Ziel ist ja aus meiner Sicht, du möchtest dein Geschäft gründen, um ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Ganz ehrlich, ich rede mit so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern und darum geht's. Das ist es hier. Freiheit. Weil spätestens, wenn dir klar wird, dass wir alle mal sterben werden und dir das so richtig bewusst wird, macht es eigentlich keinen Sinn, etwas anderes zu tun, als das, was wirklich deinem Herzenswunsch entspricht. Und tatsächlich nach Freiheit in deinem Leben zu streben. Und das ist es, ganz ehrlich. Freiheit bedeutet ja nicht mehr arbeiten zu müssen oder zu wollen. Arbeit ist was Gutes, wirklich. Sich zu verausgaben, an etwas zu arbeiten, sich anzustrengen, Erfolge zu feiern, aber auch Niederlagen zu spüren. Ich sage bewusst zu spüren, weil es geht darum, sich selber zu spüren. Und einfach live life to its fullest. Und das gehört nun mal dazu. Und auch Niederlagen sind ja nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern ein Bestandteil von Erfolg. Aber es geht am Ende darum, dir ein freies und selbstbestimmtes Leben aufzubauen, indem du ein Business hast, bei dem ich immer sage, naja, dieses Business soll sein, also erst einmal überhaupt ein Business, also keine reine Selbstständigkeit, sondern ein Business. Und dieses Business soll bitte sein profitabel und in der Ausbaustufe soll es ohne dich funktionieren. Das sind so die drei Attribute, wo ich immer sage, okay, das, wenn du das geschafft hast, wenn du deine Selbstständigkeit, die du am Anfang gründest, verwandelt hast in ein Business, dann bist du nicht mehr selbstständig tätig, sondern dann hast du Systeme, dann hast du Klarheit in deiner Positionierung, Klarheit in deiner Leistung, Klarheit in deiner Zielgruppe, für wen machst du was und bist vor allen Dingen vom Umsatz her auch eher so im 6- bis 7-stelligen Jahresbereich. Dann, wenn du dazu auch noch richtig profitabel bist und Systeme hast du, dass diese Organisation, dieses Business maximal automatisiert, ohne dich funktioniert, dann hast du ein Unternehmen und dann ist das hier das Ergebnis. Nochmal, das heißt nicht aufhören zu arbeiten. Guck dir allein nur mal die Spitzensportler an, so ein, keine Ahnung was, nimm irgendjemand aus dem Weltfußball, Weltsport, aus dem Fußball, aus dem Boxen, egal woher, Formel 1, die sind ja alle finanziell sowas von dermaßen durch, die müssten ja nie wieder arbeiten. Aber sie machen es trotzdem. Ja? Lewis Hamilton setzt sich trotzdem ins Auto, begibt sich in, jetzt weiß ich nicht, ob immer Lebensgefahr, aber zumindest mal eine riskante Situation, indem er da irgendwo im Kreis fährt. Und er macht es trotzdem. Er müsste es ja nicht. Man könnte sagen, ey, ich habe mal kurz nachgezählt, ich muss nicht mehr arbeiten, ich höre auf, Rennen zu fahren. Macht er ja nicht. Es geht weiter, weil Freiheit ist Leidenschaft. Du tust deine Leidenschaft. So. Und die Realität sieht völlig anders aus. Nochmal, 80% aller Gründungen scheitern innerhalb der ersten 5 Jahre. Warum? Weil es aus meiner Sicht eine ganze Menge prominenter Fehler gibt. Und die Liste, ich habe jetzt einfach mal mich auf 5 Fehler konzentriert, die könnte ich wahrscheinlich noch ewig weiterführen. Aber lass uns mal 5 prominente Fehler angucken, die ganz, ganz viele aus meiner Sicht machen beim Aufbau ihres Geschäftes. Und Fehler Nummer 1 ist aus meiner Sicht fehlendes Wissen über die Zielgruppe. Also ich schreibe mal hin, fehlendes Zielgruppenwissen. Ja? Zielgruppe habe ich abgekürzt mit ZG. Fehlendes Zielgruppenwissen. Denn was musst du wissen? Du musst bei der Zielgruppe immer wissen, hier auf der einen Seite deren Engpässe und Probleme. Deswegen mache ich das mal rot. Und auf der anderen Seite in grün das Hinzu, ja, deren Bedürfnisse und Ziele. Weil ich sage ja immer, als Unternehmerinnen und Unternehmer, sammle Probleme. Sammle die Probleme deiner Zielgruppe, denn jedes Problem ist eine Geschäftsidee. Und jedes Problem, jeder Engpass ist ein unbefriedigtes Bedürfnis.
Und da steckt immer so viel Potenzial für Geschäft drin. Am Ende ist es wirklich so einfach. Und fehlendes Zielgruppenwissen bedeutet nicht genügend Wissen über die Engpässe und über die Bedürfnisse der Zielgruppen. Du kennst ja wahrscheinlich diesen Satz von mir. Wenn ich dein Problem besser beschreiben kann als du selber, wirst du automatisch glauben, dass ich es für dich lösen kann. Das gleiche gilt mit Zielen. Wenn ich dein Ziel genauer und besser beschreiben kann als du, wirst du automatisch glauben, dass ich die Kompetenz besitze, dir zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist genau der Punkt. Raus aus deinem Kopf, rein in den Kopf deiner Zielgruppe. Bau dieses Zielgruppenwissen auf. Warum? Weil das ist die Voraussetzung für etwas extrem Wichtiges, was aber gleichzeitig der zweitgrößte Fehler ist. Und dieser Fehler nenne ich keine Basis für erfolgreiche Vermarktung. So, was ist Vermarktung eigentlich? Naja, Entschuldigung, du hast ein Angebot, du möchtest Zielgruppe, du möchtest Menschen gewinnen und dahin bringen, motivieren, deine Angebote zu kaufen, weil dann machst du Umsatz. Das ist die Idee eines Geschäfts. Und dazu brauchst du eine Voraussetzung. Diese Voraussetzung lautet Zielgruppenwissen. Insbesondere im Online-Marketing. Online-Marketing ist Distanz-Marketing. Denn über die Distanz kommunizierst du mit Menschen und möchtest die dazu bringen, das zu tun, was du willst. Klick auf die Anzeige. Klick auf meine Landingpage. Trag dich ein für mein Opt-in. Klick auf meine E-Mails. Komm auf meine Salespage. Füll das Formular aus. Buch jetzt hier. Kauf jetzt da. Überweis jetzt dort. Über die Distanz möchtest du Menschen, Achtung, aktivieren, das zu tun, was du willst. Also können wir sagen, Online-Marketing gleich Distanz-Marketing gleich Aktivierungs-Marketing. Über die Distanz aktivieren wir Menschen, das zu tun, was wir wollen. Und dafür brauchst du Zielgruppenwissen, weil das ist die Voraussetzung für erfolgreiche Vermarktung. Das ist die Basis für Vermarktung. Und nur diese Basis reicht nicht, sondern die Leute haben dann aus meiner Sicht, ganz, ganz viele, kein ausreichendes Vermarktungs-Know-how. Ich kürze Vermarktung mal kurz ab mit Vermarktungs-Know-how. Denn du hast zwar schon aus meiner Sicht, weiß ich was, 80-90% des Weges echt gut im Griff, wenn du deine Zielgruppe sehr, sehr gut kennst. Weil dann bist du in der Lage, so zu kommunizieren, dass die Leute sich angesprochen fühlen, wenn du über deren Engpässe und Bedürfnisse sprichst. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber den richtigen Turbo zündest du, wenn du jetzt auch noch richtiges Vermarktungs-Know-how hast. Vermarktung nochmal bedeutet, Menschen auf dich aufmerksam machen, auf dich und deine Angebote und dann dazu bringen, irgendwie bei dir in den Vertriebsprozess zu kommen, von Stufe zu Stufe zu kommen und final bei dir zu kaufen. Dafür brauchst du verkäuferisches Know-how, dafür brauchst du mit Sicherheit auch Online-Marketing-Know-how, aber vor allen Dingen Direkt-Marketing-Know-how. Und das alles fasse ich mal zusammen unter der Überschrift Vermarktungs-Know-how. Und das haben ganz viele eben nicht, kein ausreichendes Vermarktungs-Know-how. Und dann scheitern sie hier natürlich. Ne? Aber Achtung, jetzt kommt was ziemlich Altmodisches, aber es ist so, so wichtig. Der vierte Fehler ist einfach oft kein gutes Angebot. Die Angebotsqualität ist schlicht und ergreifend nicht gut genug. Viele machen den Fehler, sie gehen in einen Markt, in dem es schon Wettbewerb gibt, was an sich nicht schlimm ist, aber haben dort schon keine ausreichend gute Positionierung. Der Tipp für Positionierung aus meiner Sicht lautet Einzigartigkeit. Was ist deine absolute Einzigartigkeit? Und die musst du einfach herausarbeiten. Wenn du sagst, ja, ich habe keine, wird es halt schwierig. Dann wird es schwierig, weil warum soll sich ein Kunde dann für dich entscheiden? Aber es ist eben nicht nur diese Einzigartigkeit, es ist vor allen Dingen auch ein exzellent gutes Angebot. Und wann ist ein Angebot wirklich exzellent gut? Naja, das kannst du wieder so ein bisschen mit Nummer 1 verknüpfen, wenn es hilft, deinen Kunden Engpässe und Probleme zu lösen und Bedürfnisse und Ziele zu erreichen. Und die Kunden danach sagen, das war ja wahnsinnig gut. Ja, es geht darum, die Kunden zu verblüffen. Und Achtung, positiv zu verblüffen, nicht negativ. Positiv zu verblüffen. Und kein gutes Angebot, ja, ist schwierig. Weil das ist, langfristig kannst du damit nicht gewinnen. Langfristig kannst du nur gewinnen, wenn du ein exzellent gutes Angebot hast, das permanent weiterentwickelst und den Erfolg deiner Kunden ins Zentrum deines Handelns stellst. Werde nicht Marketing besessen, sondern sei Produktqualitätsbesessen, Kundenerfolgsbesessen. Guck dir mal die erfolgreichen Firmen an. Apple, Amazon, das ist Fokus auf Angebot, Fokus auf Produkt, muss exzellent sein. Und das ist halt schwierig. Der beste Weg, ein sehr gutes Angebot zu entwickeln, ist aus meiner Sicht im Dialog mit der Zielgruppe.
Ja, das heißt, mit den Kunden zusammen das Angebot zu verbessern. Dialog. Und deswegen nenne ich sowas auch ein Dialogprodukt am Anfang deiner Reise. Wenn du startest, das muss noch nicht perfekt fertig sein. Und ich würde es auch kommunizieren, dass es noch nicht perfekt fertig ist. Sondern sagen, ich suche jetzt hier erste Kunden, mit denen ich das Angebot weiterentwickeln kann. Dafür biete ich den Vorteil, vielleicht in einer etwas intensiveren Zusammenarbeit oder Nutzung des Angebots oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein preisliches Entgegenkommen an die Kunden, die sagen, ja, bin ich bereit für so eine Beta-Version, nenne ich das jetzt mal, für so eine Dialog-Version an Bord zu kommen. Aber ist es etwas, was ein bisschen aus meiner Sicht aus der Mode gerät? So, denn dieser Satz, ein exzellentes Angebot ist dein bestes Marketing, der ist wahr. Ich habe das früher auch nicht so richtig für bare Münze genommen, aber der ist wirklich wahr. Und das solltest du sehr, sehr ernst nehmen. Deswegen, wenn du etwas tust, dann bist du nur berechtigt, viel Geld zu verdienen, wenn du einen Wert kreierst für deine Zielgruppe. Denn für diesen Wert gibt es Geld. Und dieser Wert ist das hier, ein exzellent gutes Angebot. Wenn dein Angebot nicht gut ist, dann ist der Wert nicht gut und dann kriegst du vielleicht kurzfristig Geld, aber langfristig wirst du verlieren. Deswegen viel, viel Arbeit in das Angebot stecken. Und ich bin meinen Firmen immer so gefahren, dass ich sage, ich bin vielleicht am Anfang ein bisschen langsamer gewachsen als Wettbewerber, weil wir uns so sehr auf die Qualität des Angebots konzentriert haben, während andere schon direkt ein zweites, drittes, viertes, fünftes Produkt entwickelt und verkauft haben, viel mehr Umsatz machen als wir, aber die Angebotsqualität ist nicht so gut. Deswegen werde ich long-term gewinnen, weil unser Angebot einfach so wahnsinnig gut ist. Und das ist so die Philosophie, die ich dir vielleicht mitgeben kann. Und der fünfte ist, kein Wissen über die richtige Reihenfolge. Über die richtige Reihenfolge, wie muss man denn eigentlich vorgehen, wenn ich ein Geschäft starte, wenn ich ein Geschäft ausbauen will, um erfolgreich zu werden? Was sind denn eigentlich so die richtigen Phasen? Was sind die Phasen, um hier erfolgreich zu werden? Und vielleicht können wir uns die mal angucken. Wie sind die Phasen? Ich unterteile das mal in 4, 5 Schritte. Gucken wir mal, wie viele am Ende rauskommen. Ich würde sagen, Nummer 1 ist die Idee für einen Markt. Also wenn du wirklich am Anfang bist und starten möchtest, dann starte mit der Idee für einen Markt. Und ja, gucke auf Märkte, aber gucke auf die Märkte vor allen Dingen mit der Zielgruppensicht. Das heißt, wenn du gründen willst und du hast einen Markt im Blick, dann konzentriere dich nicht nur auf diesen Markt, sondern auf die Zielgruppen innerhalb dieses Marktes. Und jetzt kommt's, nicht nur Zielgruppen, sondern welche spezifische Zielgruppe. Mein Beispiel aus dem Kosmetikbereich habe ich euch schon oft gegeben. Meine Branche, Markt war Kosmetik. Meine Zielgruppe waren Nagelstudios, aber meine spezifische Zielgruppe waren Nagelstudios mit hohem Maniküreanteil und geringem Modellageanteil. Und die wollten einen höheren Modellageanteil. Warum? Weil das sind stabilere Umsätze, verlässliche Umsätze, die Kunden kommen automatisch wieder und höhere Umsätze. Und das war die spezifische Zielgruppe, auf die ich mich konzentriert habe. Und deren spezifischen Engpässe und Bedürfnisse habe ich studiert, bis der Arzt kommt. Und das ist der Punkt. Ja? Also die Idee für den Markt steht mal ganz am Anfang. Danach kommt erst über die Recherche die Idee für ein Angebot. Und ich würde dir den Tipp geben, sei bei dem Angebot flexibel. Sei beim Angebot flexibel, weil der Typ, der die Levi's Jeans erfunden hat, ne? Der ist übrigens erst, sein Geschäft war wie folgt. Der wollte Decken verkaufen, weil der hat gesehen, Mensch, da in Klondike und so, die alten Goldgräber, die schubbern da die ganze Zeit mit ihrer Jeans, mit ihrer Hose auf dem Boden rum und haben Löcher in den Hosen. Dann hat er gesagt, ey, ich habe die Idee, ich baue Planen, ich baue so Decken aus so Jeansstoff, aus so Segelstoff, richtig stabilen Segelstoff und ich fahre da hin und verkaufe die denen. Und dann kam der da hin und sagt, die hatten alle schon Decken. Zwar nicht unbedingt aus diesem Segelstoff wie er, aber irgendwelche so Felldecken oder sonstiges. Problem ist irgendwie nicht da. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich? Ich hatte eine Idee für ein Angebot und dann hat er dieses Angebot gedreht und hat gesagt, aus dem Stoff baue ich Hosen. Und die brauchen keine Decke mehr. Ich baue so stabile Hosen, dass die keine Decke mehr brauchen. Und damit, boom, war das Angebot in der Nische richtig positioniert. Aber das ging nur, indem er sich für den Markt, für die Zielgruppe interessiert hat und herausgefunden hat, und wo die Engpässe sind und dann bei seinem Angebot flexibel war. Und das sage ich auch dir, sei bei deinem Angebot flexibel. Das ist so, so wichtig, die Beweglichkeit zu haben und zu reagieren auf den Markt und auf die Engpässe deiner Zielgruppe. Und
wenn du dann die Idee hast, dann kommt Schritt 3 und das ist dieses Dialogprodukt, was ich vorhin sagte. Entwickle ein Dialogprodukt. Geht natürlich im, sagen wir mal, Dienstleistungsbereich sehr, 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 sehr einfach und vielleicht auch ein bisschen einfacher als im physischen Bereich, aber selbst da geht's. Und ein Dialogprodukt könnte man auch sagen MVP, also MVP, Minimum Viable Product. So die Minimum-Variante deines Angebots, die gerade ausreichend gut ist, um sie verkaufen zu können. Und dann verkauf die, ich nenne das Dialogprodukt, weil die ersten Kunden, denen du das verkaufst, mit denen steigst du ein in einen Dialog und beobachtest und lernst in der Zusammenarbeit mit diesen Kunden, was sind die, Achtung, Blockbuster-Themen. Blockbuster-Themen sind für mich Themen, die immer wieder auftauchen, bei denen ich in der Zusammenarbeit mit 10, 20 Kunden merke, ey, das sind irgendwie so prominente Themen, die haben sie alle. Weißt du, die haben sie irgendwie alle. Und dann sage ich, auf die konzentriere ich mich. Boom, weil damit kannst du sicher sein, das sind die Blockbuster-Themen. Und damit kannst du dann dein fertiges Produkt weiter anreichern und eben verbessern und perfektionieren. Und das ist das, was ich nenne POC, nämlich Proof of Concept. Dann hast du es weiterentwickelt, hast es vielleicht an ein paar weitere Kunden vermarktet und verkauft und siehst, ja, jetzt funktioniert es, die Kunden sind zufrieden. Dann hast du Proof of Concept. Ja, und wenn du das hast, dann würde ich sagen, gehst du in die 1, 2, 3, 4... Dann gehst du weiter in die, wenn du am Anfang kein Geld hast, organische Kundengewinnung. So, und das ist auch ein Punkt, warum viele scheitern. Viele sagen, ich nehme all mein Geld und stecke das jetzt erstmal in Werbung. Oder ich besorge mir Geld bei Investoren und stecke das in Werbung. Wow, das ist oft Harakiri, wenn du die Hausaufgaben hier oben nicht gemacht hast. Und deswegen habe ich auch früher immer Gründern, die zu uns gelatschen und mir Investitionsgelder wollten, und sage ich auch heute noch, immer gesagt, bitte geht erstmal raus und versucht so zu akquirieren. Und dann sagen die, ja, aber damit, wenn wir nur 4, 5 Kunden gewinnen, damit verdienen wir nicht wahnsinnig viel Geld. Das ist ja, dann sage ich, das ist nicht schlimm. Mir geht es gar nicht darum, wie viel Geld ihr verdient. Mir geht es darum, dass ihr mir A, beweist, ihr könnt Vertrieb und B, dass ihr in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen lernt. Und das ist der größte und wesentlichste Skill, den du als Unternehmerin und Unternehmer haben musst. Weil am Ende gilt, you've got to make the sale. Und wenn du nicht in der Lage bist, das zu schaffen, Sales, Verkäufe zu generieren, dann fehlt dir eine ganz, ganz wichtige Komponente und das lernst du nur auf der Straße und das geht über organische Kundengewinnung. Wie geht das? Nun, der liebe Gott hat uns das Internet und damit auch Social Media und Marktplätze geschenkt. Du kannst deine Zielgruppe in Zielgruppenbesitzpools recherchieren. Das können irgendwelche Gruppen bei Facebook sein, das können irgendwelche Profile bei Instagram sein, das können aber auch Marktplätze sein wie Foren. Portale, Magazine, die irgendwie einen Newsletter-Verteiler haben, wo die Zielgruppe drin ist, mit denen zusammenarbeiten, die anschreiben und dich ins Gespräch bringen, sagen, guten Tag, ich bin der Experte für und ich würde mit Ihnen gerne mal sprechen über das Thema, da brauche ich mal Ihre Hilfe. Und der Approach, und das ist wichtig, ist nicht, ich will Ihnen was verkaufen, sondern der Approach ist, ich möchte mich verbessern. Ich brauche mal ein bisschen Austausch, ein bisschen Sparring mit Ihnen, weil Sie sind jemand aus meiner Zielgruppe. Und ich glaube, wir haben trotzdem einen Win-Win. Weil auf der einen Seite lerne ich was von Ihnen, aber auf der anderen Seite lernen Sie vielleicht auch ein bisschen was durch den Expertenstatus, den ich schon habe. Und so haben wir eine Win-Win-Situation, haben uns mal 10 Minuten miteinander unterhalten. Und jetzt kommt's. Der Effekt von organischer Kundengewinnung, von diesen organischen Gesprächen, die du führst, ist immer, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Weil stell dir vor, du sprichst mit jemandem aus deiner Zielgruppe und die Person hat diesen Engpass, den du lösen kannst. Und du unterhältst dich mit dieser Person mal am Telefon 10, 20 Minuten darüber, im Rahmen einer Marktforschung. Was glaubst du, wenn du das mal mit 30 Menschen machst? Was glaubst du, was passiert? Ich sag's dir, da werden immer 3, 4, 5 dabei sein, die sagen, das wäre so interessant. Jetzt bin ich aber neugierig geworden, wie können Sie mich denn dabei unterstützen? Also wie könnten wir denn zusammenarbeiten? Das ist automatisch, dass das passiert. Und das ist organische Kundengewinnung. Das heißt also, Euros einsammeln, viele große Euros einsammeln, ohne Geld auszugeben. Und das ist eine Eigenschaft, die extrem wichtig ist, weil das Geld kannst du dann mit den ganzen Learnings, die du gemacht hast, hinterher in, sagen wir mal, bezahlte Werbung investieren, in anorganische Kundengewinnung und damit dann richtig erfolgreich und profitabel werden. So, und aus meiner Sicht ist es immer wieder so, dass ich sage, wenn du dein Geschäft tatsächlich so aufbauen willst, dass das hier oben der Fall ist, dann geht das nur über die maximale Automatisierung von 2 Bereichen. Und das eine ist die Kundengewinnung, also der Vertrieb. Ja, Kundengewinnung.
Das heißt, deine Kundengewinnung, dafür solltest du bitte das Internet nutzen, soll maximal automatisiert sein. Das geht auch für hochgradig erklärungsbedürftige B2B-Produkte. B2B ist Business to Business, ne? Also nicht B2C, Business to Consumer. Sogar im Dienstleistungsbereich, sogar im produzierenden Gewerbe, selbst in sehr, sehr hochpreisigen Segmenten, bei denen der Kauf nicht über einen Klick auf einer Webseite passiert, kannst du einen Vertriebsprozess installieren, der maximal automatisiert ist. Und das zweite ist die Leistungserbringung. Also das, was du dann wirklich für deine Kunden tust. Weil in diesen beiden Töpfen, steckt deine Zeit. Die kosten im Unternehmen am allermeisten Zeit. Und wenn du nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen möchtest, sondern ein Business haben möchtest, was profitabel ist und ohne dich funktioniert, dann sage ich dir, steck all deine Energie und deinen Fokus da rein, diese zwei Dinge maximal zu automatisieren. Die gute Nachricht ist, das geht relativ leicht. Und wenn du möchtest, dann erklären wir dir das gratis am Telefon. Klick auf den Link hier unter dem Video. Das nennen wir eine Strategie-Session. In der Strategie-Session sprechen wir 30 Minuten am Telefon, 30 bis 45 Minuten. Du und ich oder du und wir, jemand aus meinem Team. Und du kriegst die klare Anleitung für dein Geschäft oder das, was du aufbauen möchtest oder ausbauen möchtest, wie du deine Kundengewinnung maximal automatisieren kannst. Da gibt es eine Schablone für. Das ist wirklich Malen nach Zahlen. Die bekommst du. Und wie du deine Leistungserbringung maximal automatisieren kannst. Also das, was du für den Kunden tust. Da gibt es so coole Tools mittlerweile und standardisierte Vorgehensweisen. Dafür gibt es eine Schablone. Die bekommst du. Und als drittes kriegst du dann noch eine Anleitung, wie du sehr schnell sehr profitabel wirst. Das Ganze gratis. Warum? Unser Firmenwert Nummer 1 lautet Create Value. Alles, was du von uns kriegst, soll dir einen Wert liefern. Deswegen hoffe ich, dass auch so ein Video dir einen Wert liefert. Und wenn du da Spaß dran hast und sagst, cool, möchte ich gerne mal machen, dann klick auf den Link unter dem Video und trag dich ein für deine Strategie-Session. Ja, das war's. Nimm dir das zu Herzen, falls es dich betrifft, wenn du noch relativ am Anfang bist, aber vielleicht schon gegründet hast oder jetzt gründen möchtest, und lass uns mal miteinander sprechen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und mir einen Kommentar hinterlässt hier unter dem Video. Und abonniere natürlich hier gerne den Kanal für mehr Geschäft. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.